Also ich habe früher immer Fotos, Fotoalben gemacht und bin jetzt, seitdem es die Fotobücher geht, auf Fotobücher übergegangen. Die ersten Bilder waren so Spanien, weil Spanien für mich auch, bin ich als Kind schon immer hingefahren und habe da den besten Bezug zu und habe gedacht, da musst du mal ein Buch von machen. Und als ich das tatsächlich gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das ist ja noch toller, als das eigentlich in Wirklichkeit ist. So, es macht einfach aus einer einfachen Kindheitserinnerung macht's was Besonderes. Ich mache die Bilder schon auf der Reise so, dass ich denke, dieses Foto brauche ich als Hintergrund. Also ich habe auch schon mal nur Löwenzahn fotografiert, wo meine Tante sagte, was machst du denn da? Ich sage, das brauche ich als Hintergrund für diesen Tag. Und wenn ich das dann auch dementsprechend im Fotobuch umsetzen kann, dann freue ich mich halt total, dass ich sehe, das ist genau das, was ich mir in dem Moment vorgestellt habe. Wenn ich die Fotobücher gemacht habe, sehe ich in den Fotobüchern natürlich sehr schön, welche Bilder strahlend sind und deutlich sind und klar sind. Und die mache ich dann auch schon mal gerne als Fotoleinwand. Und unter anderem ist eben dabei auch das entstanden, was für mich ein bisschen Heimat bedeutet. Als Kind schon oft hingefahren in Urlaub und da sitze ich dann morgens vor und denke mir, jo, bis gleich wieder da. Die Fotos, die man sonst immer gemacht hat, die hat man in Tüten irgendwo in der Schublade oder ich habe sie auf dem Computer heutzutage, 3000 Bilder, die guckt sich keiner an. Und mit einem Fotobuch oder mit der Leinwand habe ich immer die Möglichkeit, die um mich rum zu haben und fühle mich dadurch halt immer auf Reisen und bin dadurch immer davon begleitet und das macht mir besonders Spaß.